Hoi, morgen starten wir bereits in Kalenderwoche 32. Hoffentlich ein bisschen kühlere Woche, wie wir jetzt die letzte hatten. Ich habe zwei Themen, die ich schnell ansprechen möchte. Und zwar die Lieferwagen. Schaut bitte bei den Lieferwagen ein bisschen auf die Sauberkeit, auch wenn ihr Beton auf der Brücke geladen habt, dass ihr das nachher wirklich abwäscht. Es ist extrem ärgerlich, wenn ein Mitarbeiter aus der Ferien kommt, das Auto vorher sauber geputzt hat und nachher ein dreckiges Auto in Empfang nimmt. Das ärgert jeden. Zum anderen, du bitte schauen, wenn du Maschinen auf der Baustelle hast, ist das ein Raupendümper oder ein Bagger, du regelmässig Stunden kontrollieren, schauen, ist ein Service nachher und das bitte melden. Nicht, dass wir eine Maschine zügeln, wo man dann wieder als erstes muss einen Service machen und nicht wirklich damit anfangen zu arbeiten. Gut. Das Wochenthema ist unsere neue Lernende, Aline. Sie hat bereits die erste Woche hinter sich, erzählt ihr jetzt schnell etwas über sich und wie ihr die erste Woche gelaufen ist. Ich bin Aline, ich bin 15, komme von Schwarzenberg und meine Hobbys sind Reiten und ich bin die Jubla-Leiterin. Ich habe jetzt meine erste Woche hinter mir. Am meisten gefallen hat, dass ich so viele neue Sachen lernen konnte und auch verschiedene Sachen machen konnte. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich gerne draußen arbeite und weil ich gerne im Team arbeite. Ich freue mich am meisten auf die interessante und neue Erfahrung, die ich machen kann in diesem Beruf. Ich wünsche von meinen Mitarbeitern, dass sie mich unterstützen, wenn ich Fragen habe, dass sie mir beantworten und wenn ich etwas falsch mache, dass sie mir sagen. Vielen Dank, Aline, für das kurze Video. Es freut mich, dass du dich schon gut eingelebt hast und hoffe, es geht so weiter. Nächste Woche ist vom Büroteam der Marco noch in der Ferien, der Fabian Fessler ist noch in der Ferien, der Dani kommt am Mittwoch wieder zurück und ich darf jetzt auch in die Ferien gehen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Sonntagabend, viel Spass mit den Bildern der Woche und eine gute Zeit.